go! Wir kommen zurück zu The Crew 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Und ich habe mir gedacht, wir gehen mal wieder back to the roots, zu der Street Racing-Kategorie. Und wir haben uns ja am Donnerstag im Livestream eben dieses Schätzelein gegönnt, den Audi A8. Und ich dachte, komm, den fahren wir jetzt auch mal im Let's Play aus. Es wird jetzt höchste Zeit. Und dann gucken wir doch mal, wie wir jetzt hier. Wie wir hier gegen den Tio, den Meister dieser ganzen Geschichte, ein bisschen angehen können. Jetzt gucken wir mal. Wir haben nämlich echt noch einige Street Race Veranstaltungen offen. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad tatsächlich. Also von dem her würde ich sagen, gehen wir das Ganze mal an. Er natürlich hier Nissan GTR unterwegs, aber unser R8 sollte ja auch nicht von schlechten Eltern sein. Schöner V10 hier am Start. Geht schon ganz schön ab hier. Tempo ist hoch. Der 8 funktioniert ganz gut. Ich habe mir gedacht, wir gehen auch nochmal ins Tuning heute vielleicht und gucken nochmal, was wir am R8 nochmal so ein bisschen schärfer machen können. Aber erstmal fahren wir ein paar Rennen, damit wir ein bisschen Action haben hier. Renn-Action hat ja ein bisschen gefehlt jetzt in den letzten Folgen. Das Action war zwar da, aber Renn-Action hat so ein bisschen gefehlt. So, fahren wir hier oben lang. Oh, das muss man sogar auch. Oder die anderen fahren tatsächlich unten lang. Kommen jetzt hier irgendwo wieder raus. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Der Weg kam wir auf jeden Fall schnell vor. So. Das ist ein ganz schön langes Rennen. Ne? Erst 40%. Also die Rennen werden länger, die Rennen werden anspruchsvoller. So muss es sein. Und die Konkurrenz möchte natürlich nicht abreißen lassen. Und ich muss sagen, echt, dieses DSG-Pfurzen vom R8, das ist schon geil, ist schon authentisch. Gut, manche mögen das nicht, dieses Doppelkupplungsgetriebe. Gepfurze. Aber ich finde es cool und es klingt halt einfach auch so. Nehmen wir alles gut. Eine Runde haben wir geschafft. Sehr gut. Gerade ein bisschen Tag. Seht ihr auch mehr vom Fahrzeug. Also wir halten den Abstand, glaube ich, ganz okay. Ein bisschen aufpassen. Oh ja, und dann mache ich natürlich den riesen Fehler. Oh mein Gott, komm, komm, komm. Das war gar nicht gut. Ganze Schwung weg. Bisschen falsch eingeschätzt, die Kurve. Das wird eine knappe Sache noch. Jetzt muss ich richtig aufholen. Ah, hier kann man noch unten lang fahren. Ah, okay. Das gibt nochmal einen kürzeren Weg im Vergleich zu dem von vorhin. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich jetzt hinten dran geraten bin. Erkennt man den auch. Gott, der zieht ganz schön an hier. Nee, 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 komm, komm, komm. Na gut. Komm, komm, komm. Sehr schön, gewonnen. Ja, Folge fängt doch schon mal gut an, würde ich meinen. Das gut. Boah, guck mal, die Belohnung. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nehme ich mit. Sehr gut. Dann bauen wir doch da gleich mal ein hier. Pimpen wir doch gleich mal unseren R8 ein bisschen.
Sehr gut. 630 PS haben wir jetzt schon in dem Baby. Und ja, ich habe rausgefunden. Was heißt rausgefunden? Ist jetzt eigentlich kein Hexenwerk. Aber wenn man auf Fahrer geht und dann auf Story. Ne, nicht auf Story, halt. Auf Aktivitäten muss man gehen. So, dann sieht man nochmal alles, was es gibt. Eben halt eben Street Racing, Offroad Freestyle, Pro Racing, die Live Extreme Series. Und eben halt auch nochmal die ganzen Kategorien. Und wenn wir jetzt hier bei Street Racing draufgehen, dann sehen wir eben hier die Street Race Kategorie. Und da kann man hier auch schon mal eben entsprechend nochmal alle Veranstaltungen sehen. Und ihr seht auch eben, wir haben den King sozusagen noch gar nicht freigeschaltet. Da müssen wir erst 70% schaffen hier. Und wir haben zum Beispiel bei Hypercars noch nichts. Und eben auch Tests und Fotoalben und so muss man noch machen. Und Tests sind halt diese Geschwindigkeitsdinge und solche Zeugs. Also denke ich mal, oder? Ja, da Radarfalle, genau, solche Sachen halt kann man dann hier auch nochmal machen. Und das ist eigentlich praktisch, weil man dann ganz schnell dahin reisen kann. Da sehen wir alles, was wir schon haben, eben. Und das ist eigentlich cool. Und deswegen kann man jetzt einfach hier sagen, okay, ich möchte zur nächsten Veranstaltung hier, die sind, glaube ich, auch mehr oder weniger nach dem Schwierigkeitsgrad sortiert. Also dem hier alles jut. Und dann gehen wir da einfach mal hin. Und dann arbeiten wir die einfach mal so ein bisschen ab. Wenn du mit einem Sieg in diesem Rennen beeindrucken will, gewinnst du, versaust du es ihm. Sekunde. Theo hat eine Freundin? Ist er nicht mit seinem Wagen verheiratet? Der Mann steckt voller Überraschungen. Vielleicht ist ja seine Freundin der Wagen. Ein weiblicher Wagen soll es ja auch geben. Go! Und natürlich müssen wir gleich mit so einem Megasprung anfangen. Alles klar. Boah, alles klar, da geht's ja natürlich richtig ab. Klar, Motorrad. Das hat natürlich gute Beschleunigung. Also ich glaube, Aktivitäten gibt's genug, weil wie gesagt, es gibt ja alle Rennen nochmals auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Den man aber erstmal natürlich freischalten muss in der Regel. Und deswegen, also Aktivitäten gibt's eigentlich mehr als genug. Man kann ja jedes Rennen nochmals und nochmals fahren. Also in dem her alles cool. Also Street Race gibt es auf jeden Fall mehr als genug Aktivitäten. Das macht schon Bock. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich glaube, da hätten wir abkürzen können, aber ist egal. Es ist jetzt wohl eins wieder der etwas leichteren Veranstaltungen. Da kommen wir ohne Probleme durch. Und unser R8 ist ja jetzt auch minimals gepimpt worden. Es scheint wohl hier. Boah, drei Rundenrennen zu sein. Würde ich jetzt sagen. Die ersten Rennen waren ja meistens nur so zwei Rundenrennen. So, jetzt kürzen wir hier mal ab, dass wir das auch mal gemacht haben. Ja, okay, das ist schon auf jeden Fall schneller. Bäm, sehr gut. Reiche die Top 3, haben wir geschafft. Easy peasy. Oh, nur zwei grüne Teile. Puh. Pfui. Wir können eine Flucht machen. Sollen wir mal eine Flucht machen? Komm. Machen wir das, wenn wir schon gerade hier sind. Aber wir bauen erstmal die Teile ein. Ne? Man weiß ja nie, ob wir die jetzt brauchen können. Sehr schön. Und 635 PS. So ein bisschen Anlauf. Bei der Flucht geht es ja darum, wirklich abzuhauen. Ich hoffe jetzt mal, dass wir eine schöne gerade Stelle haben. Dass wir bloß keinen Unfall bauen. Wäre nicht so gut. Okay, jetzt wird es gleich kritisch. Jetzt wird es ein bisschen enger hier. Guck mal, da durchfahren. Ja, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm,
irgendwie da runter. Nein, da ist eine Mauer. Nein! Okay, scheiße. Das war's. Ja, kacke. Okay. Nicht der optimale Weg genommen, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das ist der Hauptsache. So, haben wir eigentlich einen neuen... Oh, guck mal, sogar Belohnung. Ja, okay, das ist dann nicht schlecht. Ein blaues Teil kann man nehmen. Blaues Teil kann man mitnehmen. So, und ich glaube, wir haben auch einen neuen Kultrang, kann das sein? Tatsächlich. Okay, dann machen wir auch wieder beliebt. Pushen wir einfach unseren beliebt ein bisschen. Hier gibt es ja auch nochmal ein paar... Achso, das sind diese... Das sind Nitro-Geschichten, um das Nitro nochmal zu verbessern. Gut, okay. Ja, wir gehen weiter. Aktivitäten. Wie gesagt, das geht eigentlich relativ fix, wenn man es darüber auswählt. Dann gehen wir da einfach auch wieder zum nächsten. Tio Marquez ist der Champ. Und das hat einen Grund. Der Kerl ist eins mit seinem Auto. Er kennt es in- und auswendig. Und er ist perfekt auf seinen Wagen eingestellt. Das macht ihn praktisch unbesiegbar. Wie gesagt, praktisch. Geb nur mal dem Ray einen Porsche. Und dann hast du auch diese perfekte Verbindung zwischen Auto und Mensch, ne? Wollte ich nur mal sagen. Aber er achtet es auch gut. Apropos 911 war hier oder Porsche. Direkt vor uns. Der 911 GT 3 RS. Aber der ist so teuer im Spiel. Ist so teuer. Aber Travis, tut mir leid. Lass dich stehen. Jetzt nicht mal über eine Rampe, alles klar. Nice. Boah, der arme R8, ey. Gut. Tio Marquez fährt wieder mit. Mit seinem GTR. Er hat sich hier herabgelassen, gegen uns anzutreten. Vorsicht, Obacht. Ja, wenn wir am Ende gegen den gewinnen, kriegen wir ja den McLaren P1. Mann, er ist richtig schnell hier. Boah, krass. Okay, alles klar. Sorry, habe ich dich aufgeweckt? Oh, bist so ein bisschen arroganter Arsch. Ja? Kannst du, bist bei mir direkt unten durch. Ja? Nichts gegen Konkurrenz, aber nee. So nicht, mein Juda, so nicht. Sprung macht so ein Fahrwerk von so einem Sportwagen locker wett. Ja. Da wäre alles kaputt. Aber alles. Hier kann man eigentlich ein bisschen abkürzen, oder? Jetzt haben wir uns aber ganz gut abgesetzt, glaube ich. Erstmal. Jetzt keinen großen Fehler mehr machen. Dann sollten wir das Ding eigentlich auch schaukeln. Also ich glaube, wir schaffen nicht mal heute alle Rennen, die wir noch über haben. Also das ist schon krass. Zumal ich ja jetzt den R8 noch ein bisschen aufpimpen wollte, optisch. Mal so ein bisschen noch aggressiver aussehen lassen wollte. Gelenkt. Egal. Bam. Haben wir es geschafft. Sehr schön. Sehr diabolische Bucket-Anzahl. 666.000. Kann man mal machen.
Gut, dann bauen wir auch hier entsprechend die neuen Teile direkt ein. Dann gehen wir zurück ins HQ. Und bauen den noch aggressiver aus. Auf vom Optik her, wegen. So, zack. Und betreten. So, anpassen. Und ich habe mir zwar gedacht, jetzt pass mal auf, wir haben hier so rote Akzente und das ist eigentlich auch ganz geil mit diesem, Anthrazitgrau. Aber was wäre denn, hupsala, wenn wir das Ganze tatsächlich rot machen würden? Wobei, das ist eigentlich mehr so ein Orange-Rot, ne? Wollen wir das gerade mal bei diesen anderen Farben, gibt es hier auch noch so eine geile... Okay, das ist zu dunkel und das ist zu orange irgendwie, eloxiert. Okay, das matt ist, nee... Chrom ist Chrom. Metallic Rot. So ein Metallic Rot. Oder das Eluxier. Das hat schon was. So ein bisschen. Oder? Weil diese roten Akzente, die werden gleich nochmal ein bisschen anders aussehen beim Fahrzeug. Oder wir machen so ein Anthrazit in Eluxiert. Schaut natürlich auch böse aus. Ne, machen wir mal so. Komm, machen wir einfach mal. Weil wir es können. Ganz einfach. Und jetzt pass mal auf. Wir haben vorne Motorhaube. Kann man jetzt natürlich so eine Motorsport-Motorhaube machen. Oder sowas richtig Brutales. Ja, komm, wir machen es mal richtig. Wir machen jetzt mal, hauen mal richtig auf die Fresse. So, und hier gibt es auch ebenso mit richtig bösem Splitter. Und da hätte ich mir jetzt auch gedacht, dann machen wir jetzt mal hier richtig einen richtig bösen Splitter hin. Also das finde ich auch ganz cool von der Optik her, das ist nicht so ganz übertrieben. Aber wir wollen jetzt mal richtig in die Fresse geben. Felgen lassen wir. Bremssets sind eigentlich rot, aber die hat er irgendwie nicht richtig übernommen, warum auch immer. Außenspiegel. Ja, können wir jetzt die Rennspiegel machen. Wir lassen aber mal die hier. Seitenschweller machen wir jetzt auch diese, die ein bisschen weiter rausragen. Die waren schon zwar ganz cool, aber die ragen ein bisschen weiter raus. Dann Kotflügel lassen wir, da ist ja das, der Unterschied, dass hier das mit dem roten, mit diesem roten Akzentstreifen. Einen Heckspoiler können wir jetzt auch ein Tickchen größeren würde ich gerne machen, aber nicht zu groß. Ja, so ungefähr, das passt. Und hinten machen wir jetzt auch mal so richtig in die Fresse. Das war der hier. Gibt es einmal mit Klarglas, eben so leicht getönt. Und im Schwarz. Nehmen wir mal, das ist normal, oder? Das ist normal. Das ist ganz dunkel und das ist so mit Carbon-Optik da drin. Ich glaube, so hatten wir es auch gerade eben. Dann ziehen wir das einfach durch. Dann haben wir die Carbon-Optik auch hier. Ja, und im Interieur kann man hier ja nichts anpassen. Guck, Stil und Ding, alles 111. Da kann man nichts ändern. Deswegen bleibe ich dann lieber bei dem dunklen Interieur. Und ich würde sagen, jetzt sieht er ja noch mal deutlich verschärfter aus hier, der Gute. Guck mal, selbst der Außenspiegel jetzt hat, der Heckspoiler hat hier auch nochmal so rote Akzenten, also das ist jetzt schon übel. Auch hier, guck mal, das Seitenblech, was hier hinten nochmal angebracht ist. Und ein bisschen was vom Weißach-Paket beim 918 Spider hinten. Ist schon geil. Sieht schon böse aus. Und ich muss sagen, das ist die neue Anthrazitfarbe gefällt mir ganz gut. Na, der kann was. Kann so gerne auf die Straße kommen. Wenn der Splitter nicht ganz, glaube ich, so straßentauglich ist, aber... Ich sag mal so, Huracan hat auch einen Huracan Performante. Warum soll ein R8 nicht auch nochmal so ein R8 V10 Plus Performance, weiß ich nicht, was haben? Der Diffusor sieht jetzt richtig lecker aus. Ja, schon nicht schlecht. Aber wir wollen ja natürlich heute ein bisschen Rennen fahren. Deswegen geht es natürlich ja direkt weiter. So, da guck mal, wie viel wir noch offen haben. Das ist echt krass. Und Harlem Ost. Alles klar, weiter geht's. Meistens geht's um amerikanische und japanische Autos. Aber vergiss die Europäer nicht. Die kommen verdammt schnell vom Fleck. Haben Monstermotoren und die allerneueste Technik. Ferrari, Porsche, Aston Martin. Europäische Wagen sind echt gefährlich. Und Audi? Gekonnt jetzt den Audi ausgelassen. Als ob er es gewusst hätte, um uns zu mobben. Das sieht schon echt lecker aus, ey. Mit diesen Carbon-Applikationen noch und diesen roten Akzenten.
böse, böse, böse. Aber er hat aber recht. Vergessen wir mal die Europäer nicht. Gut, die kommen bei mir sowieso nicht zu kurz. Aber bei mir werden auch die Amerikaner und die Japaner nicht noch zu kurz kommen, keine Sorge. Geile Strecke bis jetzt, muss ich sagen. Gefällt mir. Uiuiuiuiuiui. Alles klar. Einfach mal auf die Gleise drauf gefahren. Ich weiß nicht, ob das so der Plan war. Ich ziehe es einfach mal weiter durch. In Hoffnung, da kommt jetzt nichts. Ich glaube, wir müssen hier runter. Boah, fuck. Sonst hätten wir ein Problem bekommen. Also den Bruder des R8, der Huracan, werden wir uns auf jeden Fall auch noch irgendwann mal gönnen. Aber wie schon gesagt, ich werde versuchen natürlich sehr viel Abwechslung reinzubringen. Nur die Fahrzeuge werden natürlich nicht günstiger. Und auch an die ganzen Motorradfreunde, natürlich werde ich mich bemühen, ein Motorrad mir leisten zu können. Aber ich möchte halt ganz gern so ein, wenn dann gleich so ein richtig geiles. So S1000 oder Ducati oder so. Gerade die S1000 war ja der Hammer in der Beta. Und deswegen, die werden wir uns auf jeden Fall irgendwann wieder gönnen. Das ist sicher. Setzt. Perfekt. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Bremsen können da ein bisschen mehr reinhauen noch, finde ich, aber das passt ganz gut. Nice. Aber sieht der nicht verdammt aggressiv aus? Der 8, ey. Krank. Ich finde den mega Hammer. Nice. Zwei blaue Teile. Nehme ich sehr, sehr gerne mit. Wenn du nicht in der Liste bist, gehörst du nicht zu den. Wenn du nicht in der Liste bist, bist du nicht in der Liste. Ich wollte das nur dir mal erzählen. Nicht, dass du das nicht wusstest. Oder so ähnlich. Besten Fahrern. Wenn du nicht zu den 10 besten Fahrern gehörst, bist du ein Nobody. Und ich will nicht mit Nobodies reden. Klar, ich rede nicht mit dir, denn das habe ich jetzt schon viel zu lange getan. Alter, was ist denn das? Ich glaube, Kira 2.0 steigt in der Sympathie, beziehungsweise der übertrifft die ja gerade noch ein bisschen. Gut, der soll, glaube ich, auch ein Arsch sein. Die andere soll es, glaube ich, nicht sein, aber ist es für mich halt. Also zumindest mal nervig und arrogant. So, weiter geht's. Wir können nochmal auf jeden Fall eins angehen. Downtown Detroit. Okay, da müssten wir ja eigentlich mit einem Chevy oder so antreten, aber haben wir gerade nicht. Detroit, die Mutterstadt, wo die Autokultur geboren wurde. Atme tief ein und du riechst die Geschichte. Wie toll ist das, hier zu fahren. Ja, was man wieder schön gesehen hat, die Bremssättel übernimmt da halt einfach nicht von der, also die Bremsbacken sozusagen, übernimmt da einfach nicht von der Farbe her. Das finde ich ein bisschen schade, obwohl es eigentlich eingestellt war, aber naja, kann man nichts dran ändern.
So, jetzt gucken wir mal, was wir hier machen müssen in Detroit. Oh, die fahren ja ganz schön Offroad hier. Da an den Stellen, wo sie es können. Da nehme ich halt auch mal so eine Straßenlaterne mit. Ein paar Fahrräder. Im Großen und Ganzen haben die eigentlich keine Chance. Gut, empfohlen wird auch eine viel, viel niedrigere Stufe. Wir sind schon deutlich drüber hier mit dem R8. Das ist klar. Oh, das Geböller hätte im Tunnel passieren müssen. Mensch! Wir haben gleich eine Runde geschafft. Müssen wir hier Vollgas durchziehen. Ja, der marschiert schon. Ordentlich. Ja, okay. Das mit dem Abkürzen... habe ich mir einfacher vorgestellt an der Stelle. Da standen ein paar Parked aus. Und guck mal, die Laterne haben sie wieder aufgestellt. Fleißige Arbeiter hier in Detroit. Da war ja doch Detroit eine der höchsten Arbeitslosenraten. Oder eine ziemlich hohe auf jeden Fall. Gut, in Detroit Become Human haben sie noch eine höhere. Aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Oder nicht direkt. Das war nicht so gut. Ein bisschen zu früh eingelenkt. Autsch, 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 autsch. Ich glaube, eine Veranstaltung schaffen wir heute noch in der Folge, würde ich sagen. Aber es ist schon krass, wie viele Street Races es gibt. Also das nimmt schon den größten Teil ein. Ich denke, Touring Car waren voll wenige Veranstaltungen. Hier haben wir auch nochmal ein pinkes Teil. Sehr gut. Nehmen wir mit. So. Nehmen wir mal neues Getriebe. Reifen haben wir noch nicht. Jetzt können wir hier nochmal auf Fahrer gehen. Da haben wir auch nochmal ein Upgrade. Fahrzeug. Da haben wir dieses Verringertstöße, Geschwindigkeitsverlust. Ich glaube, das ist schon ganz gut, wenn man das hat. So, Aktivitäten. Da haben wir nochmal was. Und The Strip West. Wir haben ja Süd, North und glaube East haben wir noch nicht, also Ost haben wir noch nicht gehabt, aber jetzt eben West. Vielleicht kommt Ost noch hier? Nee. Der Unfall. Guck mal, das ist ein besonderes Event, glaube ich, oder? Wollen wir das mal noch machen zum Schluss? Komm, wir machen das zum Schluss. Das ist noch was Besonderes. Aber da müssen wir vielleicht auch nicht unser Auto fahren. Man weiß es nicht. Gehen wir mal hin. Dieses Rennen ist verdammt wichtig. Wenn du gewinnst, haben sie dich auf dem Schirm. Es ist deine Chance, dir einen echten Namen zu machen. Also lass dir das nicht vermasseln. Gut, fahren wir doch vielleicht mit unserem R8, okay. Weil so ein anderes Symbol da irgendwie war. Und halt auch der Titel, der Unfall, das klingt ja schon übel. Wollen wir mal, dass wir jetzt keinen Unfall bauen. Oh, da fährt ein Hot Rod mit. Das ist ja cool. Mach das gleich von Anfang an klar. Ja, mach ich ja. Ich habe mich hier fast direkt an die Spitze gesetzt. So, hat geklappt, wunderbar. Boah, das ist eine ziemlich enge, verwinkelte Strecke. Boah. Da hilft natürlich der Allrad ein bisschen, um aus den Ecken raus zu beschleunigen.
Miami sind, wa? Oh mein Gott, das ist gar nicht so einfach hier zu fahren. Das ist echt ne... Boah, Alter, alles gut. Da haben wir den Unfall. Oh, das sieht verdammt übel aus. Wir müssen helfen. Oh Mann, ganz vorsichtig, er hat vielleicht innere Verletzungen. Alter, was geht? Krankenwagen zu warten. Er muss schnell ins Krankenhaus. Wir machen das, okay? Wir kümmern uns selbst darum. Okay, das ist jetzt mal geil, dass immer sowas auch eingebaut wird. Damit hätte ich es nicht gerechnet. Du darfst ihn nicht zu sehr durchschütteln. Aber du darfst doch nicht zu lange ins Krankenhaus brauchen. Gut, ist hier jetzt aber keine Anzeige, die irgendwie sagt, so... war geschmeidiger. Ich denke mal, ich soll da jetzt halt nicht irgendwo Mods irgendwo dagegen knallen. Aber in so einem Schalensitz vom R8 sitzt da auf jeden Fall schon mal stabil. Auch wenn es vielleicht nicht das bequemste ist. Wobei so ein R8, ich glaube, komforttechnisch kann der schon, wenn er will. Vielleicht stirbt er ja und dann schenkt uns und dadurch erben wir seinen Hot Rod. Nicht, dass ich jetzt will, dass er stirbt. Oder vielleicht bedankt er sich und schenkt uns ihn auch. In allen Fällen würde ich es cool finden, wir würden den Hot Rod gewinnen. Eiskalt, ne? 304. Das macht hat er nicht gemerkt. Hat er nicht gemerkt. Das, der Diffusor hat's. Der Splitter hat's weggeregt. Wir legal werden, damit jemand da ist, der helfen kann, falls mal etwas schief geht. Wenn es aber illegal bleibt und niemand macht, dann gibt es gar nicht solche Unfälle. Schon mal daran gedacht? Die Logik hinkt. Aber ja, egal. Ich sollte dazu jetzt nichts sagen. Egal, wir haben es geschafft. Geschafft. Klasse gefahren und das für eine gute Sache. Wir haben hier einen Verkehrsunfall. Bereitet die OP vor. Holt sofort die Trage. Wir bringen ihn rein. Keine Sorge, er ist jetzt in guten Händen. Ja, haben wir fix gemacht, oder? Würde ich sagen. Sehr schön. Da gibt's Belohnung. Oh, hier nicht. Du musst wissen, die Rivalität besteht nur auf der Straße. Sobald das Rennen vorbei ist, stehen wir alle auf derselben Seite und kümmern uns umeinander. Einer von uns hat ein Problem, die Leute helfen ihm. Sieger, Verlierer, wir gehören alle dazu und wir wissen das. Okay. So, Beute. Ja, die holen wir uns. Oh, sogar 4. Dann nehmen wir gerne mit. Glitch. Aber kein Hot Rod Geschenk bekommen. Ich will Gratisfahrzeuge. Ich weiß auch nicht warum. Einfach so. Aus Prinzip. So, das bauen wir jetzt aber noch ein, natürlich. Das ist schlechter. Dann bauen wir es nicht ein. Aber das ist besser. Das bauen wir ein. Ja, 280 ist Maximalstufe. Da sind wir noch ein bisschen weg von. Aber wir haben jetzt schon 691 PS. Also, wir kommen hier auf Aventador-Niveau, was die Leistung betrifft. Ja, ist schon nicht schlecht. Nichtsdestotrotz sind wir es trotzdem am Ende dieser Folge. Wir haben immer noch nicht alle Street-Racing-Veranstaltungen geschafft. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Ein paar fehlen noch. Die werden wir uns sicherlich mal angucken. Vielleicht sogar mit dem Motorrad. Allerdings nicht in der nächsten Folge. Ich habe mir gedacht, in der nächsten Folge gehen wir mal was ganz, ganz anderes an. Und ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich bin jetzt aber auf jeden Fall raus. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.